Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute freue ich mich auf die Flasche ganz, ganz besonders. Und zwar den Glendronach Batch Nummer 9 Fassstärke, Cask Strength. Batch Nummer 9, nun, es gab eine 8, eine 7 und es wird eine 10 und eine 11 geben. Ob es eine 13 geben wird, weiß ich nicht. Es sind Fassstärke-Abfüllungen, die aus mehreren Fässern zusammen vermählt wurden und damit wechselt die Alkoholstärke. Batch Nummer 9 hat jetzt 59,4 Volumenprozente, erfordert also ein gutes Stück Wasser, um hier Trinkstärke zu erreichen. Allerdings mit diesem Verdünnen steigen immer zusätzliche Aromenstoffe auf und das ist das, was die Experten an dieser Stelle lieben. Aber der Geschmack durch diese begrenzte Anzahl an Fässern in diesem Batch wird zu den folgenden Abfüllungen leicht unterschiedlich sein. Wir werden dieses Video zu den anderen Cask Strength Batches mit zufügen, aber behalten Sie sich bitte im Kopf, dass der Geschmack da leicht anders ausfallen werden wird. Er ist nicht kühlgefiltert, er ist nicht gefärbt und derzeit kostet er bei uns im Shopsystem bei whisky.de 72,90 Euro. Die Besonderheit an dieser Cask Strength ist nun, dass er in zwei unterschiedlichen Sherryfässern reift, und zwar einmal Oloroso Sherry und einmal Pedro Ximénez Sherry. Pedro Ximénez, nun, das ist die spanische Form von Peter Siemens, aber das hat nichts mit unserem Siemens in Deutschland zu tun oder dem globalen Elektrokonzern, sondern der Peter Siemens war ein Arzt, glaube ich, 1700 Tobak dann nach Portugal oder Spanien ausgewandert. Spanien, ja. So, Oloroso Sherry ist ein Wein, der voll vergoren wird, bis rauf auf 15%, 15,5% in der Spitze. Das sind sehr, sehr schwere, starke Weine. Und dann wird mit Brandy, das ist also destillierter Wein, noch aufgesprittet, bis man 20 Volumenprozente bekommt und damit geht es dann auf den Markt. So. Wenn man nun einen Wein voll durchvergärt, dann wird er trocken. Das heißt, es ist keine Restsüße mehr drin und man hat vor allem die Fruchtigkeit. Der Pedro Ximénez Sherry ist jetzt anders. Der wird nicht bis zu Ende vergoren, der wird vorher unterbrochen und behält damit eine Restsüße. Und damit man den genauso als Sherry mit 20 Volumenprozenten auf den Markt bringt, gibt man da nun halt etwas mehr Brandy zu. Und damit hat man nun einen süßen Sherry durch den Restzucker der Weintraube. So, und wenn man nun Whisky in diesen beiden Fässern reift, dann erhält man sowohl diese Fruchtigkeit vom Oloroso als auch die Fruchtigkeit und Süße des Pedro Ximénez. So, das ist also eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefällt. Das gibt es bei Glendronach noch an anderer Stelle, und zwar meines Wissens beim 21-jährigen Parliament, der auch diese Doppelreifung hat. Und ich meine, bei einem der Jüngeren wäre es auch der Fall. Aber ich habe nicht nachgeschaut. Schauen Sie selber bei uns im Shopsystem nach. Das steht dann jeweils bei dieser Flasche mit dabei. Jetzt werden wir also erstmal diese Flasche verriechen. Oder diesen Whisky aus dieser Flasche verriechen. Die Flasche riecht nicht, ne? Aber hier gleich Sherry. Toll. Und die eigentliche Verkostung werde ich dann unter Zufügen von Wasser machen, damit ich mir hier nicht meine Geschmacksknospen hier total verderbe, weil der hohe Alkoholgehalt zieht das Wasser aus den Geschmacksknospen raus und dann schmecken sie weniger. Also hier ist dann etwas Wasser zugeben durchaus vorteilhaft, damit Sie sich Ihr Geschmackserlebnis bewahren. Zusätzlich ist Alkohol ein Lösungsmittel, hat die Aromenstoffe gelöst. Und wenn Sie nun Wasser hinzugeben, dann kann die Lösung diese Aromenstoffe nicht mehr halten. Die müssen raus und Sie können sie riechen. Also etwas Zugabe von stillem Wasser, zimmerwarmem stillem Wasser, bringt immer eine Vergrößerung der Aromen. Aber hüten Sie sich davor, zu viel zuzugeben, denn dann haben Sie einen Verwässer, dann schmeckt er nicht mehr. So. Ja, wow. Der ist vollmächtig Sherry bis zum Abwinken. Und beim ersten Mal probieren, was ich gerade vor 5 Minuten gemacht habe oder vor 8 Minuten, da fehlte mir, da hat mich nur Oloroso Sherry, süßer Pedro Ximénez Sherry, die dunklen Früchte von den oxidierten Starkweinen, die waren absolut dominant dazu, Rosinen, Sultaninen. Und jetzt habe ich tatsächlich, weil das jetzt das zweite Mal riechen ist, einen Hauch
von Eichenfass schon dabei, der sich so ein bisschen in einer ganz, ganz fernen, ganz entfernten Lakritznote oder Kakaonote auch dann zeigt. Dazu natürlich Vanille, Karamell, richtig Crème Brûlée, die volle Palette. Ja, jetzt geben wir mal einen Hauch Wasser zu. Muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel zugibt, dass er da verwässert. So, denn wir wollen ja irgendwo auf Werte zwischen 40 und 50 kommen. Das geht sich jetzt schon so aus. Ja, das passt. Sehr fruchtig geworden. Die Süße hat er gehalten. Und jetzt sowas wie Brombeeren, Apfel, Bratapfel, Rosinen. Ja, cheers. Die Orangen im Mund. Oh, Orangensaft, so richtig von Saftorangen. Und dazu Würzigkeit von den Fässern. Das zeigt, dass hier schon länger drin gereift ist und es nicht eine Nachreifungsphase von ein paar Monaten ist, sondern dass hier der Whisky längere Zeit Kontakt mit diesen Eichenfässern von den Sherries hat und damit hier ja, richtig Volumen in den Mund mit aufnehmen kann, in den Whisky mit aufnehmen kann und dann den Mund abgeben kann. Jo. Ganz entfernt Noten von dunkler Schokolade. Malzig, Röstmalz. Ja, boah, toll. Wenn Sie den auf Werte zwischen 40 und 50 Volumenprozent runter verdünnen. Ein wundervoller Tropfen. Ich habe mal von jemandem gehört, der hat dann die Flasche irgendwann mit dem Messbecher auf seine 45% runter verdünnt und war nachher, nicht diese Flasche, eine andere Fassstärke, war nachher sehr enttäuscht, dass der Whisky nicht mehr so wirklich schmeckte. Woran liegt es? Nun, an dieser Dynamik. Wenn Sie diese Fassstärke verdünnen, dann bilden sich Schlieren im Whisky, steigt auf, die Aromen steigen auf. Das ist ein dynamischer Prozess, wo er diese Aromen freigibt. Und genau in diesem dynamischen Prozess müssen Sie probieren. Wenn dann nachher Gleichgewicht herrscht, dann herrscht Gleichgewicht und dann sind diese tollen aufsteigenden Aromen dann schon alle weg. Also da an der Stelle bitte passen Sie auf, dass Sie just zum Probieren dann verdünnen. Und wenn Sie sich nicht trauen, so wie ich mit der Karaffe da rein, dann nehmen Sie einen Teelöffel stilles Wasser und tun es rein. Und dann passt das auch. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.